Das ist Tom. Tom besitzt einen eigenen Getränkemarkt, der allerdings nicht so gut läuft. Und das ist Jenny. Jenny betreibt einen eigenen Modeladen. Und der läuft richtig gut. Jennys Modegeschäft ist immer gut besucht. Und sie gewinnt immer mehr Neukunden. Tom hätte auch gern mal wieder Kundschaft. Bloß weiß er einfach nicht, was er falsch macht. Was macht Jenny bloß anders? Jenny hat Feedbacks da. Jenny ist ganz lieb und will Tom helfen. Das ist Jennys Feedbackster. Damit sammelt sie das Feedback ihrer Kunden und weiß immer, was die wollen. Zum Beispiel kann es mal vorkommen, dass Jennys Ladenmusik zu laut ist oder dass Kunden zu lange an der Kasse stehen müssen. All das ist kein Problem für Jenny, da sie das Feedback sieht und sofort reagieren kann. Tom weiß jetzt, was Jenny anders macht. Tom will das auch. Tom hört jetzt auf seine Kunden und kann dank Feedbackster schneller gezielt handeln. Und jetzt läuft's auch bei Tom. Tom und Jenny sind von Feedbackster überzeugt.